Wir machen weiter mit Victoria 3. Migration hin und her in alle Richtungen. Viele Menschen leben in Flandern mittlerweile. Die Arbeitslosen, die hier gekommen sind, die sind von Holland. Nee, Holland hat die vielen Arbeitslosen, genau. Hier leben immer mehr Menschen in Flandern. Die sind von nebenan gekommen. Jetzt können wir hier die Stadt, hier können wir hier weiter ausbauen. Hier sind so viele Menschen. Reicht die Besteuerungskapazität aus? Ja, Infrastruktur auch noch. Was ist sehr produktiv? Die Glashütten zum Beispiel. Die Tuchfabriken. Die können wir auch ausbauen. Glaspreise. Beste Glashütten weltweit. Gute Preise entstehen hier. Bauen wir einmal aus. Hierauf bräuchten wir mehr Färbemittel. Gibt der Preis. Könnten wir machen. Wäre aber deutlich unproduktiver. Weil zu teuer. Bauen wir eine weitere Glashütte hier vorne. Hier werden gerade überall Arbeiter eingestellt. Möbelfabriken haben wir uns lange nicht mehr drum gekümmert. Luxusmöbel, die Möbel hier unten, Preise stimmen, Produktivität passt. Das ist Automatisierung, machen wir im Augenblick nicht. Das ist Qualität. Das können wir machen. Im Ingenieure Maschinisten einstellen, Arbeiter raus, mehr Arbeitskräfte schaffen als verbrauchen, Möbelpreis explodiert. Aber insgesamt machen wir miese, weil die Möbelpreise, ja, auf der Basis, dass die Möbelpreise zu gering sind im Augenblick, aber die könnten wir exportieren. Wie sieht denn der Weltmarkt aus für Möbel? Also würden wir sagen, dass wir Möbel exportieren, dann würde man dann viele tolle Routen dafür finden. Problemlos. Ja, aber nur kleine Mengen. Nachfrage insgesamt ist sehr überschaubar. Also diese massive Umstellung, so viele Handelsrouten können wir gar nicht machen. Das kriegen wir gar nicht gebacken. Das A und O ist, wir brauchen unbedingt bei der Technologie die Panzerschiffe, damit wir mehr Konvois haben. Da klebt alles dran im Augenblick, alles. Luxusmöbel sind schon sehr, wir bauen hier einmal aus. Glashütten können wir auch einmal ausbauen. Bevölkerung in Wallonien. Arbeitskräfte sind da. Sehr viele Arbeitslose hier. Das ist der Preis der Automatisierung. Was uns überlegen könnten, ob wir vielleicht bei den Gesetzen auch nochmal was machen. Im Augenblick sind wir bei der Sozialhilfe schon eins drauf, dass den Leuten besser geht. Ja, das ist in Holland in Aufruhr, Konvois, Holz und Werkzeuge. Ja, das sind aber geringe Sachen. Wir checken mal die Handelsrouten hier. Das sind so minimale Sachen, da würde ich eigentlich nichts dran drehen. Eisen exportieren. Nehmen wir einmal raus, checken den Marktpreis für Eisen nochmal. Plus, minus, nee, das ist Stahl. Eisen ist hier unten etwas zu teuer. Schauen wir mal, ob wir Glas. Schauen wir mal, ob wir Glas exportieren können. Pardon, das war zu teuer, also importieren, ne? Genau, ob wir Glas importieren können nochmal. Kleinstmengen machen wir mal. Hier vorne kann ich starten. So sieht es uns bei den Nachbarn aus. Das sind die Engländer. Friedensvertrag, ja, das ist diese eine Geschichte dann. Haufenweise Eroberungen hier durch die Ostindien-Kompanie.
Preisveränderung alles im Rahmen? Das ist die Technologie, auf die wir im Augenblick warten. Das sind die Panzerschiffe, damit wir endlich mehr Konvois bekommen. Mittelbar durch die Umstellung von Produktionsmethoden. Also Holland blutet aus, die Leute ziehen nach Richtung Süden. Hier sind die Arbeitslosen gleich. Hier ist der Pool weg. Hier können gar keine Leute mehr eingestellt werden. Schaut mal hier. Wir haben überall, wir haben viele neue Fabriken gebaut. Die Baumaßnahmen sind noch gar nicht beendet. Es werden massiv Leute nachgefragt. Hier vorne sind bergeweise Arbeitslose. Ich werde die ziehen gleich wieder runter zu den Flandern, nach Flandern rein. So haben wir echt Probleme. Hier, die haben gar nicht genug Mitarbeiter hier. Könnte ein Grund sein, auf Automatisierung zu gehen. Wenn es möglich ist. Hier oder woanders. Aber ich setze darauf, dass von Holland die Menschen runterziehen. Wahl in 29 Tagen. Geringe Veränderung der Preise. Haben wir neue Quests, die wir machen können. Weg zum Sozialismus. Der dauert noch eine Weile. Kraftwerke ausbauen. Braucht auch noch eine Weile. Läuft in 6 Jahren ab. Zentralarchive. Gibt es keinen Zeitdruck. Da haben wir auch noch Zeit. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Metropolitan Police. Läuft in 9 Jahren ab und das sind nur so Tutorial-Events. Kann man machen, kann man lassen. Können wieder bauen. Glashütten, Möbelfabriken, Glashütten, immer mehr. Ja. Also hier. Ja, da sind Leute rübergewandert. Erkennbar. Die müssten von Flandern gekommen sein. Oder Einwanderung aus dem Ausland, kann auch sein. Migration bei uns, 20.000 jedes Jahr dazu. Aus welchen Quellen die kommen die? Kann man uns das anzeigen lassen? Ah, das ist ja spannend. Die Holländer bekommen Einwanderung, steht ganz unten, also die Provinz der Niederländer, wo es so viel Arbeitslosigkeit gibt. Aus Alaska, Yukon, aus dem fernen Alaska, Nordwestterritorium British Columbia, also aus Nordamerika. 381 Menschen ziehen wandern zu uns ein, das ist sehr interessant. Okay, weil wir so einen hohen Lebensstandard haben, obwohl Flandern eigentlich wiederum attraktiver ist. 112.000 sind eingewandert, 3,6%. Aus auch Alaska und so weiter. Über 2000 Menschen innerhalb einer Woche. Wow! Jetzt setzt die Massenimmigration ein, weil wir so viele coole Arbeitsplätze haben und so einen hohen Lebensstandard. Über 2000 Menschen bin einer Woche bei uns eingewandert. Wir können endlich wieder bauen, Leute. Jetzt läuft's. Sehr freundlich, was du schreibst. Danke fürs nette Kompliment an Palfa. Danke für ein halbes Jahr dabei sein und für den netten Satz. Jetzt läuft's endlich. Nein, hier unten, guck mal, Eldon, was im Tooltip steht. Flandern erhielt letzte Woche 2500 Einwanderer aus Alaska. Oben steht Prozentzahlen 112.000, das ist ja. Aber ganz unten steht im Tooltip, ich kann es nicht mit der Maus drauf zeigen, sonst ist der Tooltip weg. Nach einer Woche über 2000. Das heißt, wir können endlich hier auch Flandern entschlossen weiter ausbauen. Dafür brauchen wir, ihr seht, wir brauchen keinen Krieg. Es geht auch so voran. Wir müssen natürlich also auch ständig Besteuerungskapazitäten, Einwanderung, Infrastruktur und so weiter ausbauen. Papierfabriken können wir nochmal ausbauen.
Wir müssen dringend vor allem, wenn wir so entschlossen weiter ausbauen, auch überall gucken. Wenn so viele, wie viele Leute ziehen denn nach Wallonien? Im Jahr auch 20.000. Letzte Woche kamen knapp 400 Menschen. Wir können also auch Wallonien ausbauen. Es kann ja nichts auch sein, dass von dort Leute... Ja, die haben mittlerweile auch wieder Leute. Wir können auch Wallonien weiter ausbauen. Das ist ja echt schön. Klappt. Dann spezialisieren wir uns weiter hier auf diese hohen Geschichten hier. Jetzt kommt es ans Rollen. Jetzt lohnt sich das. Jetzt haben wir so einen hohen Lebensstandard, dass es endlich... Und wir haben die Gesetze beschlossen, erinnert ihr euch, dass bei uns niemand diskriminiert wird aufgrund seiner Religion oder seiner kulturellen Zugehörigkeit. Das waren zwei Gesetze, die mit Blick darauf gemacht haben, dass wir viel Einwanderung haben wollten. Hier können wir gleich überall reingehen. Nochmal Kohleminen, nochmal Eisenminen. Bleiminen, überall eins. Jetzt läuft's, Leute. Jetzt haben wir einen kleinen Malus oben, der tut aber nicht wirklich weh. Wir könnten ihn im Notfall, also wir haben ja genug Geld auf der hohen Kante, einfach ausgleichen. Wir haben die Steuern schon. Und die wir bei den Erlassen ansetzen. Wir geben im Augenblick, Wala gibt es hinter, im Augenblick geben wir die Autorität aus. Belgische Arbeiterpartei, neu gegründet, beinahe die Hälfte aller Stimmen. Kommunistische Partei, 30%. Das ist deshalb so hoch, weil wir so viele Fabriken mittlerweile auch haben. Ich wette, das Proletariat marschiert vor allem in Belgien Richtung, zur Revolution. Aber mal abwarten, mal gucken, wie das Ganze so läuft. Also wir könnten noch das Unterdrücken der Landbewohner. Ist das noch nötig, dass wir diesen Erlass haben, der uns 200 Autorität kostet? Sollen wir das mal checken? Wo stehen die Landbewohner mittlerweile? Ja. Druck lässt massiv nach. Als wir gestartet sind, war der bei wie viel? 7,9 oder wie viel? Jetzt mal 6,2. Wir wollen, dass sie unter 4% sind. Das passiert teilweise einfach von alleine dadurch, dass wir kaum noch Gebäude bauen, wo sie die typischen Pops, Parts of Population, arbeiten, die halt die zur Interessengruppe der Landbewohner intendieren. Na, wenn wir stattdessen überall Minen bauen und Fabriken, dann sind die sowieso politisch demnächst am Ende. Paifa, nochmal vielen lieben Dank für den netten Satz eben. Wir können die Regierung umbilden? Lass uns mal überlegen, wie wir das machen. Wir haben eine ganz geringe Legitimität nach den letzten Wahlen anscheinend. Und wenn die so gering ist, dürfen wir uns nicht wundern, dass wir das Gesetz hier nur im Schneckentempo umgesetzt bekommen. Gründung, Bau des Kolonialamtes. Da müssen wir unbedingt als erstes dran arbeiten. Wir haben nur zwei Parteien in der Regierung. Die Industriellen haben massiven politischen Druck. Wenn wir die reinnehmen würden, was passiert dann? Die Legitimität sinkt massiv ab, weil die Regierung zu groß wird. Unten da links steht Druck der Größe der Regierung minus 120. Wir haben im Augenblick, die Streitkräfte möchten der liberalen Partei beitreten. Und die ist hier rechts. Also entweder schicken wir die Kleinbürger rüber. So, dann boosten wir die alle. Ne, wer in der Regierung ist, hat auch mehr Einfluss auf die Gesetze und so weiter. Oder wir schieben die liberale Partei komplett nach links. Nach rechts in die Opposition. Dann hätten wir eine linke Regierung, basierend aus belgischer Arbeiterpartei und kommunistischer Partei. Verlockend, sehr spannend. Das geht aber schnell. Das Gespenst des Kommunismus marschierte durch die Straßen von Brüssels und rasselt mit den keineswegs rostigen Ketten. Dann würden wir unsere Gesetze viel eher durchgesetzt bekommen. Also mit Blick darauf, dass wir als nächstes Gesetz haben wollen,
kolonialer Ausbeutung. Die Landbewohner finden das doof. Die Industriellen würden das heiß und innig lieben. Lieben wir sie jetzt schon. Und das nächste Gesetz, das wir machen wollten, das war, lass mich kurz nachdenken. Genau, wir wollten bei der, ach, das wird schwierig, wir wollten bei der Handelspolitik auf Freihandel gehen. Das wird schwer. Da könnten wir viel mehr Handel betreiben, indem wir die neuen Schiffe auch haben. Wir bekommen mehr Bürokratie, verbrauchen allerdings auch weniger Konvois, weil unsere Handelsrouten mehr Erträge bringen, also mehr Kapazität haben, bei der gleichen Anzahl von Schiffen. Wir könnten keine Zölle mehr erheben, das ist mir Schnuppe. Industriellen voll dafür, aber Gewerkschafter dagegen, Man bekommt ein Gesetz eher durch, wenn die Interessengruppen, die es befürworten, auch in der Regierung sind und nicht in der Opposition. Darüber denken wir gerade nach. Wir schauen uns die Gesetze an, die wir vorhaben in dieser Legislaturperiode und basteln uns im Baukassensystem die dafür passende Regierung. Und in der Regierung werden drin die Industriellen und eher nicht die Gewerkschafter. Das ist natürlich sehr schwierig hier. Und dann hatten wir noch überlegt, aber das ist nicht ganz so... Und das steht im Augenblick an. Ne, das kriegen wir auch mit den Industriellen auch eher durch. Und dann ging es noch am Rande, das ist aber nicht ganz so wichtig, beim Thema Regierungsgrundlagen statt Monarchie, was alle ablehnen, das kriegen wir problemlos durchgesetzt. Irgendwas anderes hier. Ist auch egal. Präsidialrepublik, Parlamentarische Republik, das ist mir Wumpe. Eins von beidem. Die einzigen dagegen sind, katholische Kirche randständig bei uns, Grundbesitzer randständig bei uns. Hier gilt auch beides. Und es sind die gleichen Gruppen, die, glaube ich, jeweils dafür sind. Gewerkschafter, Kleinbürger, Industriellen, genau die gleichen. Also dafür ist das egal. Wir sollten schon die Industriellen irgendwie in die Regierung einbetten, Leute. Aber dafür müssten wir, damit wir nicht diesen fetten Malus haben, aufgrund der Größe der Regierung. Das hilft gerade gar nicht. Also wenn wir die belgische Arbeiterpartei und die Gewerkschaften, die ich eigentlich ziemlich cool finde für das, was wir vorhaben, rausnehmen, ist unsere Legitimität im Augenblick die höchste. Aber die waren der Wahlsieger. Wir können es trotzdem machen. Die haben 50% aller Stimmenstellen, die eben. So hätten wir die höchste Legitimität im Moment, passend zu den Gesetzen, die wir im Augenblick verabschiedet haben. Mit Industriellen und mit Intellektuellen. Kolonialamt, bei der Handelspolitik brauchen wir auch die Industriellen dabei und ich glaube, die Gewerkschafter waren dagegen, ne? Und den Intellektuellen war es egal, oder? Gewerkschafter dagegen und den Intellektuellen sind selber nicht dagegen, aber ihr Anführer ist dagegen. Aber die Gewerkschafter ist noch krasser. Also das kriegen wir eher durch, wenn wir die Gewerkschafter nicht dabei haben. Das war echt heftig hier. Mal so, ne? Alles klar? Okay. Legitimität so am höchsten. Toi, 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 Daumen drücken, dass es gut geht. Ich hoffe mal, das ja. Und schaut euch mal an, wer die Regierung bildet. Leute, guckt, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Die Kommunisten und die Fabrikbesitzer. Die stinkreichen Industriellen, die Melonenträger, der Geldadel und die Roten, die Kommunistische Partei.
fühlen sich bei uns politisch so nahestehend, dass wir die gemeinsam in eine Regierung packen. Und Belgische Arbeiterpartei, sagen wir mal Sozialisten, Sozialdemokraten und die Mitte der Gesellschaft packen, die schmeißen in die Opposition. Und in die Regierung packen wir das Reich, das Pakt der Reichen und die militantesten Kämpfer aus der Straße. Die überhaupt nicht zusammenpassen, passen wir in die Regierung, weil das am besten zu unseren Gesetzen passt. Leute, das machen wir, das machen wir. Für die nächsten 4 Jahre. Der König will es so, ganz genau. Oh oh. Sprengstoffroute schmeißen wir mal raus. Preise gehen so. Problem beim Wein. Können wir Wein importieren? Wir haben schon eine Importroute. Nur Kleinstmengen von den Russen. Hilft ein bisschen. Protestbewegung wurde bei uns aufgelöst. Es ist gut, gibt es weniger Radikale. Kolonielle Ausbeutung ist jetzt wesentlich wahrscheinlicher geworden seit der Regierungsumbildung. Hier unten seht ihr es. Gleich sind die Glashütten da in Flandern. Im Augenblick stehen hier wie viele Menschen auf der Straße? Niemand. Nein, mittlerweile leben 3 Millionen Menschen in Flandern. Nur 395 Arbeitslose, die müssen es alle eingestellt werden. Das wird knapp. Keine signifikanten Preisunterschiede. Boah, wir brauchen dringend schon wieder Einwanderung in Flandern. Anzahl der Radikalen geringfügig über denen hier. Der Aufruhr ist weg. Nein, ist immer noch da. Aber nur ein ganz klein bisschen hier. Hier müssen wir demnächst die Infrastruktur verbessern. Hier wird auch so viel ausgebaut. Sollten wir jetzt schon mit anfangen. In Wallonien. Eisenbahn ausbauen, bitte. Gesetz ist beendet, also die Institution wurde zu Ende, also das mit dem Aufploppen der wichtigen und unwichtigen Nachrichten haben die noch nicht so richtig drauf. Wir haben jetzt bei der Sozialhilfe sind wir eine Stufe rauf, jetzt könnten wir eine andere Sache erhöhen, könnten wir bei den Gesetzeshütern raufgehen. Noch weniger Probleme mit Aufruhr und noch weniger Probleme, dass durch sinkende Lebensstandard radikal entstehen. Gesetzeshüter machen wir mal aufs Maximum hier, von dem was geht hier. Tiefer hätten wir das Gesundheitssystem verbessern können, aber das bestehende System führt gar nicht dazu, dass die Sterblichkeit gesenkt wird, weil wir haben nur Armutskrankenhäuser und die Leute sind so wohlhabend bei uns, dass in den Armutskrankenhäusern niemand aufgenommen wird, weil die Leute nicht arm genug sind. Die sind nicht arm genug dran. Ist wirklich so. Wo kann ich die Gebäudeansicht ändern? Wie meinst du das? Lieber Captain Fusselbart. Gebäudeansicht hier ist für den ganzen Staat. Wenn du so eins der Regionen anklickst, kommst du in die Teilregionen, wo die jeweils sind. Beim Bauen. Ich weiß nicht genau, was du meinst, sorry. Wie groß unsere Armee ist, Jankala? Wir haben ganz wenige Berufssoldaten und ein riesiges Heer an potenziellen Wehrpflichtigen. Entlassene Patienten aus der Anstalt in Brüssel haben immer wieder die im Zusammenhang mit ihrer angeblich medizinischen Behandlung angewandten Praktiken angeprangert.
Misshandlung von Kranken, Vorenthaltung von persönlichen Briefen, unverhältnismäßige Strafen. Das war sehr uncool. Entweder sagen wir, stimmt alles nicht, dann sind die Interessengruppen, haben die weniger Zustimmung. Die sind bei uns im Augenblick in der Opposition, aber langfristig will ich die eigentlich boosten. Oder die Gewerkschafter bekommen die Verwaltung unserer Anstalten. Und wir haben 5 Jahre lang weniger Bürokratie. Sehr uncool, sehr ungerne. Wir müssen von Grund auf definieren, wie eine Anstalt zu funktionieren hat. Was? 5 Jahre lang müssen wir auf 10.000 Ocken verzichten, bekommen aber 5 Jahre lang jeweils einen Lebensstandardpunkt mehr für Unter- und für Mittelschicht. Das klingt sensationell, aber unser Lebensstandard ist so extrem hoch, das ist völlig überflüssig. Also 10% weniger Bürokratie ist heftig. Wir produzieren im Augenblick 1190, das heißt, wir würden 119 Bürokratie verlieren. Da müssten wir jetzt schon ein paar Handelsrouten verzichten, also extrem ungerne. Bleibt eigentlich nur übrig. Stimmt nicht, was Sie da erzählen, Gewerkschafter, denen wird etwas weniger zugestimmt, aber ist halt so, die kriegen ohnehin einen Boost ohne Ende. Das wird auch so klappen. Allerdings kann es dazu führen, dass sie so wenig politische Stärke haben, dass wir irgendwelche coolen Boni nicht mehr haben, die uns geben. Die haben 26,3% politischer Druck. Die gelten als mächtig, weil die über 20% sind und geben uns im Augenblick aufgrund ihres hohen Zustimmungswert gerade mal bei plus 5. Das ist die Grenze hier. Also das sollten nicht runterkommen. 20% Boost für alle unsere Fabriken. Nur hier raufkommen 20% Beschäftigungsrate. Ich will eigentlich, dass die mich heiß, dass sie uns heiß und innig lieben. Ich will alles für die tun. Und ich will, dass die stark sind. Aber die haben ja einen kleinen Sockel. Die haben 26,3 Druck. Also das ist deren Anteil an der politischen Stärke. Ich hoffe, die können das abfedern, wenn ich das hier akzeptiere. Ich hoffe, das klappt. Ach so, Interessengruppenzustimmung minus 2. Ich habe das völlig falsch erklärt. Das ist deren Zustimmung zu uns. Die sinken von 5 auf 3 runter und der Bonus ist weg. Der 20% Bonus für die Fabriken ist weg. So funktioniert das. Scheibencluster. Das ist echt bitter. Alle unsere Fabriken produzieren 20% weniger Ware auf einen Schlag. Das ist alles scheiße. Entschuldigung, alles scheiße. Können wir das eventuell durch das andere Event abfedern? Ein Skandal in Flandern. Die Polizei hat ein berüchtigtes Lustknabenbordell geschlossen. Ein historisches Spiel. Ein Wort, das im Augenblick nicht zu meinem aktiven Wortschatz gehört. Ein Lustknabenbordell. So, und zu den Kunden gehört Desiré Ohms. Und der ist der Anführer der Industriellen. Eieieiei, mein Lieber. Und, genau, der Anführer der Industriellen. Und was können wir machen? Ein unbeschreiblich widerlicher Skandal hat sich in Flandern zugetragen. Die festgenommenen Jungen haben gestanden. Und eine wichtige Zeitung berichtet es. Es werde bald noch mehr sensationelle Neuigkeiten zu dieser Affäre geben. 23 beschuldigte Männer, Blaublütige und auch andere sind aus Belgien geflüchtet. Ach, wir können entweder verlangen, dass er sofort zurücktritt. Er zieht sich aus der Politik zurück. Den gucken wir mal an, ob wir wollen, dass der zurückgeht. Oder wir suchen die Sachen zu vertuschen. 11 Monate weniger Legitimität. Wir kommen unsere Gesetze weniger gut durchgesetzt. Nein, danke. Er ist 9 Jahre lang in Skandale verwickelt. Hat weniger Beliebtheit. Oder 50-50 Chance darauf oder auf nichts passiert. Also ich finde das zwar heftig. Also eigentlich will ich nicht, dass er wegen so einer Kacke hier zurücktreten muss. Aber wir gucken uns mal an, ob wir den überhaupt cool finden, den Desiré Ohms mit seinen Werten hier. Tut mir leid.
Wir machen mal kein Roleplay hier, wir gucken uns mal nur an, wie wir den finden einfach hier. Einer der Top-Anführer der beiden Regierungsparteien. Ein Säufer vor dem Herrn. Als Anführer, also Herrscher ist egal, er ist ja nicht Herrscher. Als Anführer der Interessengruppen, boah, die hat im Augenblick inaktiv 20% mehr politische Stärke. Warum ist das denn inaktiv? Ist er nicht der Anführer der Industriellen? Doch, ist er. Vielleicht, weil das kann, weil das Event in der Luft hängt. Interessengruppe hat 25% mehr Anziehung. Also die sind, die sacken, wenn wir den absägen, dann das ist echt krass für die. Er ist ein meisterlicher Diplomat. Leute, wir sägen den ab. Wie alt ist der Mann denn? 53. Komm, wir sägen den ab. Wisst ihr warum? Dadurch gleichen wir aus, dass die Gewerkschaften Probleme haben. Dann können wir vielleicht das hier machen. Dass die Gewerkschaften, nee, davon dachte ich, haben die mehr Zustimmung sogar noch. Komm, wir sägen ihn erstmal ab jetzt. Er soll zurücktreten. Ich finde es Roleplay-mäßig peinlich, ne, weil Homosexualität, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Andererseits Lustknabenbordell. Ist das eventuell Sex mit Minderjährigen? Man weiß es nicht. Ist nicht eindeutig genug formuliert, ja. Komm, wir schubsen den zurück. Weil die Alternative ist zu krass hier. Wenn wir Pech haben, 50-50 Chance, gehen die Gesetze nicht durch, können wir uns nicht leisten, der soll zurücktreten. Wer weiß, was er noch treibt, meint Dr. Magma Blitz. Grüße an Checker-Notizen und deine Leute. Holzi, danke fürs zweite Abo. Er ist gestorben. Ich habe ihn umgebracht. Also entweder ein Übersetzungsfehler oder ich habe ihn gerade aufs Schafott gebracht. Er ist gestorben, Leute. Ein Skandal zu viel. Krass.